Die dunkle Seite des Mondes. Begrüßen Sie mit mir ganz herzlich den Regisseur des Filmes, Stefan Rick. Zwei wunderbare Schauspieler, nämlich Moritz Bleibtreu und Jürgen Prochnow. Und den Mann, ohne den es diesen Film überhaupt nicht gegeben hätte, den Roman- und Bestsellerautor Martin Suter. Ich freue mich, Sie alle im Viererpack hier zu haben. Sind Sie jetzt des Öfteren gemeinsam unterwegs? Ich denke mal schon, ne? Doch, doch. Inzwischen eine eingeschworene Familie wir wahrscheinlich. Wir sind schon sehr viel unterwegs gewesen jetzt. Ja, ja. Wir wären eine Boygroup. Eine Boygroup, ja. Da ist auf jeden Fall für jeden etwas dabei, würde ich mal sagen. Stefan Rick, erster Kinofilm. Ja, so macht man das doch heutzutage, oder? Man castet nach jedem Geschmack. Lieber Stefan Rick, das ist Ihr erster Kinofilm. Warum haben Sie sich ausgerechnet das Buch? Denn Sie haben ja auch das Drehbuch zusammen mit Ihrer Kollegin Katharina Jung geschrieben. Warum haben Sie sich Martin Suters Roman dafür ausgesucht, für diesen ersten Kinofilm? Also das ist eine unglaublich intensive, spannende Geschichte. Die Reise von Russ Blank vom Wirtschaftsanwalt in den Wald hinein. Und die hat mich damals vor circa 10 Jahren, als ich den Roman gelesen habe, schon unglaublich fasziniert. Und als es die Möglichkeit gab, sozusagen in dieses Projekt mit einzusteigen, habe ich sofort zugesagt. Ja, es war eigentlich ein Traum. Ja. Ein Traum war es vielleicht auch, lieber Martin Suter, als der Roman dann als zweiter Roman auf den Markt kam. Das war im Jahre 2000, ist also schon ein paar Jährchen her. Einer Ihrer Erstlinge, wenn man bedenkt, was Sie alles in der Zwischenzeit veröffentlicht und geschrieben haben. Können Sie sich noch ein bisschen erinnern, mit welchem Gefühl Sie dastanden, als dieser Roman dann beendet war, Sie ihn abgaben und dachten, na mal sehen, welchen Weg dieser Roman geht? Ja, ich kann mich schon noch erinnern, es war eigentlich mein dritter Roman, mein zweiter ist mir misslungen. Das behaupten Sie jedenfalls? Der wurde nie veröffentlicht und dann habe ich mich nochmal hingesetzt und habe diesen Roman geschrieben. Und ja, war toll, als der erschien, kam schon an der Buchmesse, kam schon ein Filmproduzent und hat gesagt, ich will die Rechte kaufen. Hat mir natürlich gefallen. Manche Dinge brauchen dann eben doch Zeit, aber Sie sind es schon gewohnt, dass Ihre Romane verfilmt werden. Also ich weiß gar nicht, wie aufregend ist das eigentlich für Sie, wenn dann tatsächlich so ein Projekt zustande kommt? Da sind Sie natürlich gar nicht mehr dran beteiligt, aber irgendwo dann schon, weil es ja Ihre Story ist. Ja, wie aufregend. Also in diesem Fall ist es sehr aufregend, weil mir das Resultat sehr gefällt. Und es gibt andere Fälle, da war es in einem anderen Sinn aufregend, dass ich mich aufgeregt habe über das Resultat. Moritz Bleibtreu, Sie haben den Roman von Martin Suter, habe ich irgendwo gehört in einem Interview, schon vor einiger Zeit gelesen, als Sie, glaube ich, noch gar nicht wussten, dass Sie irgendwann in dieser Story irgendwie auch eine Figur spielen werden. Ist das von Vorteil oder von Nachteil, wenn man ein Buch schon als Buch kennt und es später dann verfilmt wird und man mitspielt? Ich glaube, man muss das ein Stück weit trennen. Also ich versuche das immer zu machen. Oder bei allem, was ich bis jetzt gemacht habe, habe ich das versucht. Das sind einfach zwei verschiedene Realitäten. Ne? Also du hast ein Roman ist immer auch oft eine Beschreibung von Innenwelten und ein Film ist ein visuelles Medium. Und ein Film hat auch immer seine Gesetze, ne? Also eine ganz bestimmte strukturelle Gesetze, die mit der Zeit anfangen und bei bestimmten Spannungsbögen aufhören. Und oft ist es gar nicht so hilfreich, sich die Struktur von einem Roman immer wieder zur Vorlage zu nehmen, sondern irgendwann, glaube ich, ist es gut, die Geschichte dann eben als einen in sich geschlossenen Komplex oder Kosmos, wie auch immer, zu sehen, der halt cineastisch ist, der filmisch ist. Und der ist oft anders als ein Roman. Deswegen versuche ich das immer auseinander zu tun. So. Was ich mir gar nicht immer so einfach vorstelle, das auszublenden, was man schon weiß aus dem Buch. Denn natürlich muss man im Film doch dann einiges weglassen, was im Buch etwas ausführlicher geschildert ist. Ja, oder auch dazu tun. Das kommt immer ganz drauf an. Ne? Ja, aber das ist, wie gesagt, ich glaube, irgendwann vergisst man das. Weil so eine Drehbucharbeit, also in dem Fall war ich ja nicht involviert, aber das ist ja auch eine sehr intensive Geschichte. Und irgendwann, also ich habe immer das Gefühl, wenn ich selber schreibe, habe ich immer das Gefühl, dass Geschichten sowieso ihren Lauf nehmen. Ne? Also wenn man ihnen Raum gibt und den Figuren Raum gibt, dann gibt es irgendwann eine bestimmte Logik, die von selbst entsteht. Und die ist oftmals dann vielleicht gar nicht so nah dran an so einem Originalbuch, sondern nimmt dann eben ihren eigenen Lauf. Und das ist manchmal auch gar nicht schlecht. Ja, auf den muss man sich dann einfach einlassen. Genau. Eingelassen, lieber Jürgen Prochnow, haben auch Sie sich auf dieses Drehbuch, auf diesen Film. Über 100 Filme haben Sie gedreht. Wir kennen Sie
von dem wunderbaren Film Das Boot vom englischen Patienten. Sie haben mit Marlon Brando gedreht, mit Madonna, sind preisgekrönt, haben wirklich schon so einiges erlebt und sind heutzutage vor allem in den USA zu Hause, kommen aber regelmäßig nach Deutschland, nicht nur um zu drehen. Wie gerne kommen Sie denn hierher? Ja, also ich komme sehr, sehr gerne hierher und finde das natürlich empfinde es als Privileg, wieder in meiner Muttersprache drehen zu können. Das ist natürlich von unschätzbarem Wert. Und also, um darauf zurückzukommen, ich finde, also man hat Vorlagen, man liest Romane, also ich sage jetzt mal nur English Patient oder irgend sowas. Und ich habe das gelesen, das Buch von Mondatier, hier, und hätte mir nie vorstellen können, dass da man ein Drehbuch daraus entwickeln könnte, weil die Sprache eben so besonders ist und so poetisch ist. Und das Buch hat mich sehr ergriffen, muss ich sagen. Und dann ein paar Jahre später hatte ich dann ein Drehbuch über dieses Buch auf dem Schreibtisch und habe das gelesen und habe gedacht, das geht gar nicht. Aber das, weil Drehbuch schreiben ist was völlig anderes als einen Roman zu schreiben. Das ist ein völlig anderes Medium der Film als eben ein Roman. Und ein Roman wird über Wörter erzählt, wie er schon sagt, und ein Film über Bilder. Also das erfordert eine ganz andere Struktur, man muss also ganz anders denken und die Geschichte aufbauen, als das zum Teil im Roman der Fall ist. Was die Gefahr bei der ganzen Geschichte ist, wenn man das vorher gelesen hat, man hat ja als Leser Bilder im Kopf. Und oft ist es so, wenn man dann in den Film geht, findet derjenige, der das Buch gelesen hat, diese Bilder nicht mehr wieder. Das sind also feste Bilder, muss man ja machen, die man ausgewählt hat, um diese Geschichte zu erzählen. Und das führt oft zu Enttäuschungen, weil es also nicht daran kommt, an das Original, also sagen wir mal, an die Bilder, die man sich selbst gemacht hat. Hier muss ich allerdings sagen, sind wunderbare Bilder geschaffen worden, also die mich sehr, sehr berühren und die an das drankommen, was er geschrieben hat. Ne? Die auch ästhetisch sehr ansprechend sind. Wir werden gleich ein bisschen über die Bilder sprechen vorab, aber Sie sagten gerade, man hat oft andere Bilder oder andere Atmosphären, natürlich auch ganz andere Personen sozusagen im Kopf. Martin Suter, Sie haben ja schon im Prinzip alles gemacht, was man mit der Feder sozusagen machen kann. Sie haben Drehbücher geschrieben, Sie haben Theaterstücke geschrieben, Songtexte, Kolumnen natürlich und eben auch Romane. Wie filmisch denken Sie beim Schreiben oder spielt das gar keine Rolle? Also ich schreibe nicht mit dem Hintergedanken, dass das dann ein Film werden wird, aber ich strukturiere meine Geschichten schon in Szenen. Das ist auch der Grund, weshalb oft bei Romanen, die ich geschrieben habe, Regisseure oder Produzenten finden, da kann man leicht einen Film daraus machen. Und dann merkt man, wie viel da in den Köpfen passiert und dass es doch nicht so einfach ist. Aber ich strukturiere die Geschichten schon so wie eine Szenenfolge. Das ist praktisch in dem Fall, wahrscheinlich vor allem in der Umsetzung zum Drehbuch dann, Stefan Rick. Ja. Wie einfach war es tatsächlich, diesen Roman in ein Drehbuch umzusetzen? Also das war für uns ein sehr, sehr langwieriger und komplexer Prozess. Dann doch Martin Suter. Ja, ja, das ist eine Falle, wenn ich es so schreibe. Eine gut gestellte Ganz so einfach Falle. Machen das die Leute auch nicht. Nein, also die Co-Autorin Katharina Jung und ich, wir lieben natürlich beide den Roman total. Also es ist ein wunderbares Buch und der Prozess des Drehbuchschreibens, der sich über knapp 3 Jahre hingezogen hat, der hat natürlich auch mit sich gebracht, dass wir aus verschiedenen Gründen Handlungsstränge eingedampft, verändert haben, sozusagen um aus dem über 300 Seiten starken Roman, einen Film zu machen, den man in 90 oder 2 Stunden erzählen kann. Und da war jede Entscheidung sozusagen natürlich schmerzlich auch. Also das ist ja nicht so, dass man dann da sitzt und sagt, ach super, das kommt raus und das, sondern es ist ja ein Gesamtwerk, was einen als solches mitgenommen hat und was man als solches als tolles Buch empfindet. Und daher waren das alles sehr schwierige Entscheidungen. Stefan Rick, jetzt kommen wir mal zu den tollen Bildern. Was mich persönlich sehr fasziniert hat, sind die Szenen im Wald. Und ich habe mich gefragt, wo gibt es denn einen solchen Wald? Existiert der in Deutschland oder irgendwie in umliegenden Ländern? Wo also haben Sie gedreht? Also die ganzen Waldszenen sind in Luxemburg entstanden. Das hat den Hintergrund, dass der Film auch mit Luxemburger Geldern gefördert wurde.
Und das ist ein Waldgebiet, also der größte Teil davon ist in La Petite Suisse, der kleinen Schweiz, entstanden. Und das ist so ein Naturreservat, ich glaube, östlich von Luxemburg-Stadt. Und mussten Sie da noch irgendwie artifiziell etwas verändern sozusagen? Also haben Sie die Pilze da als Staffage hingeklebt oder existieren die tatsächlich? Also teils, teils. Wir haben auch Pilzzuchten angelegt vorher und dann diese Pilze auch in den Wald gebracht oder auch im Wald selber Pilze gezüchtet sozusagen. In den 6 bis 8 Wochen, die da vorher die Szenenbildabteilung angerückt ist. Das wurde erlaubt, trotz Naturschutzgebietverordnung? Nee, also war eben kein richtiges Naturschutzgebiet, sondern ein Renaturierungsgebiet ist es. Aber das ist in Luxemburg alles nicht so dramatisch. Das heißt, da darf man auch mal als Filmteam rein. Und wir haben, wir sind da auch selber zu Fuß und mit sehr tief in den Wald reingegangen. Ja. Wir haben ja schon in dem Trailer ein bisschen gesehen, worum es geht. Also ein knallharter Anwalt, der im Pharma-Milieu unterwegs ist und für Fusionen vor allem zuständig, der auch da gar keine Gnade großartig kennt und sehr flink ist und seine Gegenspieler auch gerne ausspielt, bis zu dem Zeitpunkt, Moritz bleibt treu, als eben diese Katastrophe vor ihren Augen passiert und der Partner, der eben verloren hat bei dieser ganzen Fusionsgeschichte, sich das Leben nimmt, sich mit einer Pistole also in den Mund knallt. Und ab dem Punkt wirft das den Urs Blank total irgendwie aus allem und er fängt an, über sein Leben nachzudenken. Dann trifft er auch noch eine sehr nette Frau, die ihn mitnimmt in eine etwas hippiehafte Truppe, die dann anbietet, eine Runde Pilze zu schmeißen. Und diese Pilze, die man eben nicht im Luxemburger Wald findet, nicht, dass sie auf blöde Ideen kommt, also die sind fatal für Sie als Schauspieler. Nun hat dieser Schauspieler oder nun hat diese Figur ja mehrere Seiten und die kommen nach und nach zum Vorschein. Er entblättert sich und hat unglaubliche Persönlichkeitsstörungen, Identitätskrisen, wird dann auch gewalttätig. Wie leicht, wie schwer ist es für Sie als Schauspieler, Moritz Bleibtreu, da die gewisse Dosis zu finden, von Anfang an zu wenig, zu viel zu zeigen oder genau richtig das zu zeigen, was sich dann so entblättert an Abgründen? Das ist natürlich erstmal ein Instinkt, den man als Schauspieler hat, für eine Dramaturgie, die eine Figur hat und der man folgt. Aber das ist zum größten Teil dem jungen Mann zu meiner Rechten geschuldet. Also das ist ja genau das, was wir Schauspieler brauchen. Wir haben natürlich immer unsere Vorstellungen davon, wo ein emotionaler Höhepunkt sitzt oder ob der vielleicht später kommt oder früher. Das wird auch oft diskutiert. Aber es ist tatsächlich so, dass sich das im Gesamten wirklich gar nicht überblicken lässt, glaube ich. Dafür braucht man einfach wirklich einen Regisseur, der sagt, nee, da ist jetzt gerade, da muss es mehr sein oder so. Da braucht man auch einen Regisseur. Natürlich hat man ein Grundgefühl dafür, aber das ist eben auch mal richtig und mal falsch. Und genau dafür braucht man Regisseure. Das Gleiche gilt im Prinzip auch für Jürgen Prochnow, der als total galanter Gentleman daherkommt und sich als kaltblütiger Unternehmer dann herausstellt. So ein bisschen hat sich das ja auch schon angedeutet. Wir schauen uns einfach mal die erste Begegnung von Ihnen beiden, Jürgen Prochnow und Moritz Bleibtreu, in dem Film an. Soweit also die erste Begegnung zwischen Pius Ott und Urs Blank. Es beginnt ganz harmlos. Die beiden wollen also miteinander Geschäfte unternehmen. Aber irgendwann eben wird dieser Pius Ott zum Gegenspieler von unserem Protagonisten Urs. Und dann wird es auch durchaus gewalttätig. Und sie müssen sich sogar prügeln. Ich möchte natürlich nicht zu viel von dem Film verraten. Jürgen Prochnow, Moritz Bleibtreu, wie herausfordernd ist eine Prügelei beim Dreh? Ja, als ich so beim Film anfing, vor 40 Jahren oder 45 Jahren, habe ich gestern festgestellt, da hat mir das noch sehr viel Freude gemacht, muss ich sagen. Tatsache! Ja, da bin ich da reingegangen und gedacht, Mensch, das kann man doch toll drehen und so und habe mich da an die Toilettenwände geschmissen mit dem Partner und rumgeprügelt und so. Blaue Flecke geholt, auf der Kamera, im Film war das meistens gar nicht so zu sehen, sondern da braucht man eben auch eben Profis dafür und Erfahrungen und so. Und jetzt so in meinem Alter muss ich sagen, das war schon ziemlich hart da im Wald. Es war November und verflucht kalt. Und wir hatten eben auch nicht so viel Zeit. Wir hätten also gerne noch einen Tag mehr haben können. Sie hätten sich gerne noch mehr geprügelt. Ich nicht, aber dass man es besser dosieren kann. Dass das nicht alles so an einem Tag eben hat stattfinden müssen. Wir hatten also diesen Zwang, dass wir diese Prügelei an diesen einen Tag drehen mussten. Und das war schon sehr heavy.
Überhaupt Gewaltszenen, Moritz bleibt treu, wie nah geht Ihnen sowas dann tatsächlich? Das ist ja knallhart, was wir dann da erleben. Ein ganz gehetzter Ostblank, der um Leben und Tod ringt und um Identität. Das geht schon sehr, ich finde, er spielt das ganz ausgezeichnet, muss ich sagen. Ich habe das selten gesehen, wie ein, ja, wie, das ist so faszinierend. Ich habe mir das gestern nochmal angeguckt. Also wenn dieses Tier da so durchbricht, und das ist so erschreckend, und also, da läuft einem ein Schauer über den Rücken. Also, das ist unglaublich gut. Toll, wenn das ein Kollege sagt, oder? Danke. Ja, selbstverständlich. Ja, geht runter wie Öl. Ja. Zurück zur Gewalt, Moritz. Wie sehr geht Ihnen das? Die Frage? Erstens das Prügelei, zweitens Gewaltszenen. Wie nah geht Ihnen das? Prügeleien, ja, ich bin noch eher in dem Alter, wo es mir tatsächlich auch noch eigentlich Spaß macht. Ich sehe das eher wie so eine körperliche Herausforderung. Sowas macht mir beim Drehen schon auch Spaß, ein bisschen rumspringen und rumschmeißen. Aber auf was muss man denn da achten? Ich meine, man darf ja nicht wirklich zuschlagen. Nee, das sollte man tunlichst nicht. Man sollte, ja, es ist immer gut, wenn man jemanden dabei hat, einen guten Stunt-Coordinator, der gut mit Leuten arbeiten kann. Das Schlimmste sind immer junge, ambitionierte Schauspieler. Das ist das Allerschlimmste. Ja, so 20-Jährige, gab's in dem Fall nicht, die dann nur jetzt zeigen Menschen wollen, wie wahnsinnig gut sie doch sind. Ne? Mm. Und dann hast du so gerade die Weinflasche am Mund, dann macht das so klock an deinem Hinterkopf und dann merkst du so, Zähne sind weg. Das war mein Vorderzahn. Und ich habe schon einige Blessuren sozusagen davongetragen auf Filmsets. Ja, das glaubt man nicht, aber das ist tatsächlich so. Also an der Bühne, weißt du selber, ist es noch viel, viel schlimmer. Also meine Mutter war auch ständig zerschunden von oben bis unten. Aber an Filmsets passiert auch so einiges. Ja. Das bleibt aber auch nicht aus, wenn du jetzt spielen musst, dass du eben auf einen harten Steinboden fällst. Was willst du da groß machen? Da kannst du nicht wirklich Matten hinlegen. Das musst du einmal machen und die Zähne zusammenbeißen. Und wenn es dann nochmal sein muss, muss es halt nochmal sein. Das sind Special Effects auch zum Beispiel. Also da habe ich auch schon ganz, ganz schlimme Erfahrungen mitgemacht. Pyro zum Beispiel, Verbrennung, weiß ich was. Was da an einem gelegt wird und so. Ich bin da also sehr, sehr... Also unheimlich gut gelaunt. Mach dir keine Sorgen, das läuft alles, safe, alles super. Alles sicher. Ist klar. Ja, das also, behaupten wir alle. Ne? Ich Und rein psychisch, wie nah ging Ihnen diese Figur, die sich eben dann doch so wandelt, Moritz bleibt treu, die eben so gewalttätig wird und danach selbst erschüttert ist über das, was diese Figur im Exzess alles tut? Ich bin, wie soll man sagen, in meiner, also wenn ich spiele, bin ich sehr distanziert von mir selber. Also es ist keine... Für mich ist das eher eine Form von Erleichterung als irgendetwas, was ich mir dann raufschaffe und zum Beispiel mit nach Hause nehme und in mir nachwirkt oder so. Im absoluten Gegenteil. Das ist eher so für mich wie eine gute Runde Sandsacktraining oder so. Wenn man sich so hinstellt und einfach haut, bis man irgendwann so merkt, so jetzt sind die Knöchel, jetzt tun sie weh, jetzt höre ich auf. Und man sich gut fühlt. Und ähnlich ist das auch bei mir bei so physisch-emotionalen, hochanspruchsvollen Sachen. Mhm. Das ist dann eher wie so eine, wie so ein, ja, einmal 100 Meter und jetzt richtig alles raus und dann kann ich eigentlich ganz angenehm und entspannt einschlafen. Also ich bin keiner, der, ich kenne das von vielen Kollegen, da gibt es auch sehr verschiedene Arten von Schauspielern, die ganz verschieden auch damit umgehen, aber ich bin einer, der eigentlich sehr gut von seinen Figuren lassen kann. Mhm. Ich bin dann immer froh, wenn ich sie los bin und dann schleppe ich die auch nicht mehr mit mir rum. Wir schauen mal, wie Ostblank sich mit sich selbst rumschleppt in dem Film. Denn er fängt irgendwann an zu merken, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und wie sich das ausdrückt, das sehen wir jetzt. Keine einfache Situation, in der dieser Protagonist steckt. Martin Suter, die ersten drei Romane, die Sie geschrieben haben oder die veröffentlicht wurden, ich glaube, wir müssen es so ausdrücken, nachdem Sie vorhin erzählten, es gibt noch einen zweiten Roman, der nie veröffentlicht wurde, die nennen Sie auch die neurologische Trilogie. Da geht es oft oder immer um Protagonisten, die eben in Identitätskrisen stecken, die einen ganz hohen Fall erleben, in irgendeinem hohen Geschäft angesiedelt sind und dann in irgendeiner Weise eine Identitätskrise bekommen und fallen. Was hat Sie daran so interessiert, an diesem großen Fall? Wie kamen Sie auf die Idee für diese drei Bücher und speziell für die dunkle Seite des Mondes? Also die Bezeichnung neurologische Trilogie, die habe ich eigentlich damals eher scherzhaft gemeint und das wurde dann aufgenommen. Ich glaube, es passt ganz gut. Ja, es gibt auch eine Doktorarbeit darüber, Martin Suters neurologische Trilogie. Da habe ich mir natürlich schon ein bisschen ins Fäustchen gelacht. Es ist ganz einfach. Es ist ein klassisches Prinzip, dass die Identitätssuche eine klassische Geschichte, in einer klassischen Geschichte ist
der Protagonist am Anfang, ein anderer als am Ende. Und diesen Prozess wollte ich nicht jedes Mal richtig durchspielen. Die Entwicklung hat mich weniger interessiert als der Zustand. Was macht einer, wenn er jetzt anders ist im Kopf? Und deswegen war die erste Geschichte war halt diese Alzheimer-Krankheit, die Veränderung hervorrief. Die zweite war waren die Pilze, die Veränderung hervorrief. Und beim dritten Roman, ein perfekter Freund, war es ein Schlag auf den Kopf. Da hat jemand ein Blackout von 40 Tagen. Und er versucht herauszufinden, was er in diesen 40 Tagen gemacht hat. Es war mehr ein technischer Grund, weshalb mich diese Identitätskrisen interessiert haben. Und die Identität hat eben sehr viel mit der Erinnerung zu tun. Und wenn diese Erinnerungen durch irgendetwas Äußeres gestört werden, dann ist das dramaturgisch ziemlich praktisch. Kommt immer gut, merken Sie sich das, wenn Sie mal eine Geschichte schreiben wollen oder einen Roman. Das Interessante ist ja, Moritz bleibt treu, Jürgen Prochnow, das sind ja, also bei Ihnen, Jürgen Prochnow, würde man schon sagen, mit dem Typen möchte man lieber nicht Kirschen essen gehen oder was anderes tun. Also ist nicht gut Kirschen essen, lieber Finger weg. Bei Moritz bleibt treu, bei Ihnen, bei Urs Blank, ist man zwiespältig. Ganz unsympathisch ist dieser Typ einem ja nicht. Weil er irgendwie erkennt, er ist auch in moralischen Dingen unterwegs, in der Pharmaindustrie, wo ganz schmutzige Geschäfte laufen. Und das will er eigentlich auch zum Schluss aufdecken. Ob er dazu kommt oder nicht, verraten wir an der Stelle natürlich nicht. Wie ging es Ihnen mit dieser Figur, auch wenn Sie sich dann irgendwann distanzieren und verabschieden? Aber war der Ihnen sympathisch oder unsympathisch? Weder noch so richtig, ne? Also das ist halt für mich erstmal eine sehr fremde Welt. Also diese ganze Welt der Hochfinanz überhaupt, diese ganze akademische Welt, mit der habe ich nicht so wahnsinnig viel am Hut und fühle mich unter so Leuten auch generell immer so ein bisschen ausgeschlossen. Aber ich glaube, was für so einen Menschen wie Urs Blank wahnsinnig wichtig ist, ist natürlich eine bestimmte Empathielosigkeit im Allgemeinen. Weil in dem Moment, wo du anfängst, wirklich in Frage zu stellen, emotional, was du tust, und dir irgendwie klar sein muss ja, dass Kapitalismus unter Profitgesellschaft immer bedeutet, dass wenn einer mehr hat, jemand anders was verliert. So. Und dass das irgendwie ein Gleichgewicht haben muss und es auch immer eine Konsequenz haben muss, dass du etwas tust. Das ist denen gar nicht klar. Einfach weil ich glaube, das ist eine Figur, die in so eine Welt hineingeboren wurde. Also der dann auch einfach nie wirklich einen Spiegel vorgehalten bekommen hat von der Gesellschaft. Sondern für den war das eine Normalität, diese Form von Empathielosigkeit. Und auf einmal wird dem halt schlagartig klar, dass das, was er tut, Konsequenzen hat und auch schon immer Konsequenzen hatte. Und ab dem Moment wird die Figur natürlich sympathischer, in Anführungsstrichen. Sympathischer und auch spannender wahrscheinlich für Sie als Schauspieler, weil eben ganz unterschiedliche Facetten da irgendwie zusammenkommen. Ja. Ne? Absolut. Und das ist für mich auch, also das ganze Ding, darum geht es für mich. Also jetzt erstmal, vor allem bei dem Film. Ne, da, für mich geht es einfach wirklich auch um, was bedeutet Empathielosigkeit, wie wichtig ist Empathie im Allgemeinen und wie gefährlich ist es, wenn wir diese ganz zarten Grenzen, die wir es geschafft haben, in unserer Demokratie aufzubauen, die unser zwischenmenschliches Verhalten untereinander bestimmen, wie schnell die kaputt gehen können und wie wenig es braucht, damit richtig Scheiße passiert so. Und dass wir ganz, ganz doll vorsichtig sein müssen damit, dass wir die Empathie nicht verlieren. Und also darum geht es für mich auch mit der Figur am allermeisten. Dafür steht die, wenn man so will, metaphorisch auf eine Art für mich. Das wäre jetzt ein wunderbares Schlusswort. Das ist aber jetzt noch nicht vorbei. Als Fazit aus diesem Film Die dunkle Seite des Mondes, ohne dass wir Ihnen das Ende natürlich verraten haben. Aber jetzt sind Sie dran. Haben Sie Fragen an die vielen Herren hier auf der Bühne? Die Gelegenheit. Bitte, hier gleich in der ersten Reihe, die Damen. Hi, ich muss dazu sagen, ich habe den Film schon gesehen und habe deswegen eine Frage an Moritz. Hast du Privatprobleme mit Katzen? Und das ist ein Running Gag, ne? Ja. Wir wollen das ja nicht spoilern. Nee, deswegen die Frage ja so formuliert, dass man nicht unbedingt weiß, was los ist. Überhaupt gar nicht. Im Gegenteil, ich habe eine Katze.
und der geht super, und also ein Kater besser gesagt. Und ich mag Katzen sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Aber es ist auch gestern, schon darauf angesprochen worden, wir sollten vielleicht noch ergänzen im Abspann dieses, bei diesem Film sind keine Tiere und so zu, nein. Also es kommen Wölfe vor in diesem Film und eben eine Katze. Ja, wir haben ein harmonisches Arbeitsverhältnis war das mit allen Tieren, die wir an dem Set hatten, ne? Inklusive der Katze, also alles gut. So viel dazu. Weitere Fragen? Da hinten, der Herr? Also ich habe den Film noch nicht gesehen, aber die Wölfe, da kommen also Wölfe drin vor. Habt ihr dann mit dressierten Wölfen gearbeitet? Und wie nah ist man sich, also kann man sich diesen Wölfen kommen? Ja, also das waren dressierte Wölfe. Die haben wir aus dem Internet. Es gibt tatsächlich filmwolf.de. Und diese Jungs und Mädels, die leben sehr, sehr eng mit fünf, glaube ich, Wölfen zusammen. Die haben so ungefähr 1% Hund ist dabei. Und die sind sozusagen von ihrer Rasse, sind es eigentlich nordamerikanische Wölfe gezüchtet. Und es war schon extrem beeindruckend am Set, wurden die dann freigelassen und dann hieß es auch, ihr dürft den Wölfen nicht in die Augen gucken. Und das Ganze... Haben wir auch nicht gemacht. Nee. Filmteam war dann extrem ruhig und konzentriert bei der Arbeit, also für mich war es eigentlich ganz toll. Und die haben uns dann auch irgendwann adoptiert, die Wölfe. Die sind erstmal da ganz lange um uns herum gelaufen, immer im Kreis und haben uns beschnuppert und wir waren immer ganz ruhig und haben sozusagen, und dann haben sich die beruhigt und die werden natürlich dann beim Drehen auch, sage ich mal, klassisch wie bei einem Hundedreh oft mit einem Leckerli einfach geködert dann, wenn sie was machen sollen. Dass ich ständig in meiner Hosentasche mit mir rumschleppen musste. Mein Kostüm hat gestunken, weil dieses Zeug so riecht. Nein, die waren lieb, aber es war schon... Das ist schon war wahrscheinlich Bio-Wolfsfutter oder sowas. Auf jeden Fall. Alles Bio. Weitere Fragen? An Sie, Herr Sutter. Der Name Urs Blank ist richtig knackig. Wie kam es zu der Auswahl dieses Namens für den Protagonisten? Also er musste aus zwei einsilbigen Wörtern bestehen. Das war das Einzige, was ich suchte. Nachher hat man viel interpretiert, da rein interpretiert. Urs, das ist ja Bär, und Blank, der ist halt frei von Emotionen. Aber das war nicht die Absicht. Ich habe sehr oft bei meinen Protagonisten einsilbige Namen und ich war schon damals vermessen genug, nach international aussprechbaren Namen zu suchen, weil ich davon ausging, das wird dann übersetzt. Stimmt, auf Englisch geht's auch, oder, Herr Prochnow? Urs Blank. Ja. Sie sprechen ja mittlerweile so akzentfrei. Blank, yes. Blank, it's possible. Gibt's weitere Fragen? Ich hätte eine allgemeine Frage an die Schauspieler, die da sind. Um das zu konkretisieren, Moritz, du wurdest, beziehungsweise dein Charakter wurde von Jürgen in der ersten Szene gefragt, ob er jagt. Kommt es bei Schauspielern vor, dass bestimmte Hobbys, Interessen oder gar irgendwelche Eigenschaften der Charaktere übernommen werden im privaten Leben? Du hast zwar gesagt, dass du dich grundsätzlich sehr leicht von den Charakteren, die du spielst, entfernen kannst nach der Rolle, aber solche speziellen Momente, wie eben das gerade Gesagte, zum Beispiel das Jagen oder was auch immer, ist es manchmal so, dass du denkst, ja, das könnte ich auch in meinem eigenen Leben verwirklichen? Habe ich schon gehabt, ja. Ich habe damals zum Beispiel, als ich mit dem Helmut Dietl vom Suchen und Finden der Liebe gedreht habe, da hat er mich gequält, Klavier zu spielen. Und das habe ich dann beibehalten, also so ein bisschen zumindest. Und habe dann seitdem immer so ein bisschen rumgeklimpert. Ich kenne das auch von anderen Kollegen. Mit Reiten zum Beispiel kenne ich das von ganz vielen Kollegen, die noch nie vorher auf dem Pferd gesessen haben, zum ersten Mal dann eine Reiterrolle spielen und sich dann Pferde zulegen und weiterhin reiten und so. Doch, das macht ja auch Sinn. Also man wird ja, das ist ja das Tolle auch an dem Beruf, dass du auf einmal an so Sachen rangeführt wirst, die dir normalerweise nie im Leben begegnet werden, ne? Die dich dann vielleicht auch ganz positiv überraschen. Kann ich mir schon vorstellen. Aber das Jagen konnte sie nicht überzeugen. Auf gar keinen Fall. Nee, im absoluten Gegenteil. Es gibt doch die Szene, wo ich das Reh mit dem Messer... Eine sehr brutale Szene. So, und dann habe ich noch zu Stefan morgens gesagt, ich sag, du, ich weiß nicht, ob ich das kann, Alter. Das ist nicht mein Ding mit Messern so auf so Tiere. Das ist... Ich sage, ich muss mir das angucken, ich weiß nicht, wie das ist. Und dann lag dieses tote Reh vor mir und es ist ja immer wieder faszinierend. Also dieses, wenn eine Seele nicht mehr da ist, ne? Also wenn so ein lebloser Körper, der ist ja dann auch wirklich
also das apropos Empathie, ne, es ist ganz irre, dass dann eben auch diese Form von Empathie nicht mehr da ist. Und dann habe ich zu Stefan gesagt, du, ich weiß nicht, so wie das Ding da liegt, ich mache das so, ich kann das. Dann nehme ich dieses Messer und will das so machen und wir drehen das und ich hau da mit meiner ganzen Kraft rein. Das ist eine so, die Haut ist so dick, also das Leder ist so dick, ich bin da nicht durchgekommen. Oh. Ich gesagt, so, ich glaube, ich lasse es doch lieber. Also ein misslungener Dreh. Total, ein misslungener Mordversuch. Moment. Wir reden natürlich von einem, wie gesagt, nochmal wiederholt, einem schon toten Reh. Ne? Das ist auch alles sehr bizarr, weil dann hast du so einen Special-Effektler, der so eine Angelseine hat und die Angel, wie sagt man, Sehne, ist dann am einen der Beine festgemacht, dann wird er so gezogen, dann zucken die noch so. Ach. Ja. Und gleichzeitig simuliert man den Herzschlag, weil man so ein Teil hat, mit dem man in den Hals reingeht und dann hier so dup, 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 dup. Und die Augen, die flackern ja auch noch. Nee, da flackert nichts. Okay, dann haben wir das eingebildet. Das wurde dann, das haben wir per VFX gemacht. Das war ein Computereffekt. Okay. Ja. Aber es ist gewöhnungsbedürftig. Und bei Ihnen, Herr Prochnow, müssen wir natürlich auch noch fragen, gab es bei Ihnen irgendwas, was Sie im Film gelernt haben? Eigentlich so das Gegenteil. Also ich war nie irgendwie... Weil Sie immer die Bösewichte spielen müssen. Mit Waffen zum Beispiel. Ja, um Gottes Willen, Waffen, ja. Ich war nie also zum Beispiel mit Waffen oder sowas. Ich habe immer einen ganz, ganz großen Abstand da gehabt. Und Sie wissen ja, ich lebe in den USA und da gibt es ja Millionen von Waffennarren und die verrücktesten Waffengesetze oder Nichtgesetze. Und also ich habe da nie irgendwie was gehabt, was ich jetzt sagen könnte, dass durch das Filmen, natürlich muss ich mir das aneignen, wenn das als Rolle vorgeschrieben ist, das und das und das, was vorgegeben ist, aber dass es mich dazu gebracht hat, das dann auch auszuüben oder so. Vielleicht oft, weil das so konträre Empfindungen sind, mit denen ich da umgehen muss. Also nee, das ist nicht passiert. Jetzt möchte ich ganz zum Schluss noch kurz Sie beide ansprechen. Herr Prochnow, Herr Bleibtreu, ich habe gelesen, Sie kennen sich schon ganz lange. Sie kennen den also, Moritz, als er noch so ein kleiner Steppke war. Mehr oder weniger unbewusst. Ich kannte seine Mutter sehr gut. Und wir haben auch zusammen gearbeitet, waren zusammen am Theater in Hamburg engagiert, am Deutschen Schauspielhaus, und wohnten nebeneinander, als er ein kleiner Steppke war. Also dann kennen Sie sich wirklich schon lange. In den 70er Jahren, ja. Was ist das dann für ein Gefühl, miteinander zu spielen? Toll. Das ist also irgendwie, war das also von vornherein so, wir kannten uns ja eigentlich nur ganz wenig von irgendwelchen Events oder so, aber dadurch eben, dass ich die Monika so gut kannte, war das also irgendwie so, das war von Anfang an eigentlich ein ganz, ganz nahes Gefühl, was wir zueinander hatten, und das hat sich in der Arbeit dann auch fortgesetzt und hat nur geholfen eigentlich, dass wir gegenseitig miteinander so gut umgehen konnten dann. Sie nicken. Ja, für mich ist es natürlich wahnsinnig schön, weil ich weiß, nicht nur, weil ich das, glaube ich, auch objektiv beobachten kann, dass meine Mutter eine sehr, sehr besondere Schauspielerin war. Ich weiß das auch, weil ich schon als kleines Kind einfach durch die Art und Weise, wie die Kollegen meiner Mutter mit meiner Mutter umgegangen sind, habe ich immer gewusst, meine Mutter ist was ganz Besonderes. Also, die kann das besonders gut. So. Und jedes Mal, wenn ich dann mit jemandem zusammenkomme, der quasi dann ein Teil dieser Zeit ist, ist das für mich auch ein ganz, ganz schönes Gefühl. Und es ist dazu auch noch etwas, was ich sehr genieße, weil einfach Jürgen auch einfach noch zu einer Generation von Schauspielern gehört, die schon noch auf eine ganz andere Art und Weise arbeiten. Also ich will dann jetzt niemanden über den Kamm scheren oder sagen, oh, die Jungen sind so, ne? Das gar nicht. Aber es ist einfach wirklich so, dass da eine bestimmte Form von... ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Wir haben gleiche Überzeugungen gehabt für Arbeit. Ja, es ist ein Respekt, es ist eine bestimmte Hingabe, eine bestimmte Achtung dem Beruf gegenüber. Ich kann das schwer beschreiben, aber es ist etwas, wo ich sehr viel draus ziehen kann und was mir sehr gut tut und wo ich auch viel lernen kann. Und das finde ich jedes Mal wieder sehr, sehr schön. Und Stefan Rick, Sie konnten wahrscheinlich auch eine Menge draus ziehen, oder? Wenn man dann so erfahrene Kollegen am Set hat zum einen und wenn das der erste Kinofilm ist. Summa summarum, mit welcher Erkenntnis gehen Sie aus diesem ersten Kinofilm raus? Was haben Sie sich anders vorgestellt, als es tatsächlich ist? Nie wieder den Prochnow und den Bleibtreu. Nie wieder. Nee, also eigentlich, es war für mich ein Geschenk, wirklich mit den beiden zu arbeiten. Jürgen unglaublich diszipliniert und präzise am Set und Moritz immer bereit, über alle Grenzen zu gehen, wenn es denn der Geschichte und richtig ist für die Figur. Und das war eine tolle, tolle Erfahrung, weil die Drehbedingungen drumherum waren sehr, sehr schwierig. Es war irgendwie, wie gesagt, November und Dezember und wir haben die meiste Zeit draußen gedreht. Und meine Erkenntnis ist, man
sollte es noch besser vorbereiten, noch mehr Zeit haben und noch mehr Geld, um so einen Film zu machen. Ich glaube, wir haben uns da alle, haben so einen tierischen Kraftakt, das letztlich zu realisieren. Und ja, aber es war eine unglaublich tolle Erfahrung. Und die bleibt und die ist ab morgen zu sehen in den deutschen Kinos, Die dunkle Seite des Mondes. Ja, herzlichen Dank. Martin Suter, Jürgen Prochnow, Moritz Bleibtreu, Stefan Rick. Applaus